Ja, liebe Freunde, heute geht es um den Lichtmaschinenregler und es gibt tiefe Einblicke, kann ich euch versprechen. Willkommen bei Zams Channel. Ja, diese tiefen Einblicke haben wir einem Zuschauer zu verdanken, dem Philipp. Und es gibt außer mir offensichtlich noch mehr Leute, die richtig neugierig sind, die alles aufmachen müssen und auch wenn es noch so schwierig ist, da innen ranzukommen. Er hat es also geschafft, er hat einen Regler, einen Lichtmaschinenregler geschlachtet. Und er hat mir die Teile zugeschickt, damit auch ich erst zum ersten Mal sehe, wie es in so einem Lichtmaschinenregler überhaupt aussieht. Und ich denke mal, die meisten von euch haben das auch noch nie gesehen, weil so ein Ding aufzumachen ist wirklich eine Scheißarbeit. Und er hat es also getan. Nochmal vielen Dank dem Philipp. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie es in so einem Lichtmaschinenregler aussieht. Aber wir müssen uns vorher noch ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Wir müssen einfach ins Bild gucken von diesem Regler, damit wir halbwegs erkennen können, was diese Teile da drin, die wir da sehen, machen und was sie zu bedeuten haben und wie es zu interpretieren ist. Es wird also ein bisschen technisch. Wir schauen erst in den Schaltplan und dann schauen wir uns dieses Teil hier an. Ja, sieht schlimm aus. Das sehen wir uns genau an. Und ja, wer das nicht möchte, der muss sich es ja nicht angucken. Aber ich denke, es ist ganz interessant. Ich habe hier mal das Prinzipschaltbild eines Reglers aufgeschlagen. Das stammt also von Wikipedia. Und der eigentliche Regler ist also nur das, was ich jetzt hier umrande. Dieser Bereich. Das, was wir hier sehen, das ist die Batterie, mehr oder weniger. Da haben wir zwei Ausgangsleitungen. Meistens Plus ist rot. Die obere ist die Plusleitung. Und unten, die denken wir uns mal schwarz, die ist Minus. Rot ist schwarz und plus ist minus und hier vorne haben wir den Generator, der gehört auch nicht zum Regler dazu. Das ist das, was bei der CBF1000 oft kaputt geht. Wir haben da also drei Spulen, die sind jetzt hier in Stern geschaltet, man kann sie auch genauso in Dreieck schalten. Über diese ganze Geschichte habe ich schon Filme gemacht, die könnt ihr euch anschauen. Und jetzt kümmern wir uns nur noch um diesen Bereich, den ich hier umrandet habe. Und in diesem Bereich sehen wir im Prinzip zwei wichtige Dinge. Einmal den Gleichrichter. Der Gleichrichter besteht aus Dioden. Das hier sind also Dioden. Und das hier sind auch welche. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir sechs Stück davon. Das liegt also daran, dass wir für jede Leitung, die hier vom Stator kommt, jede Leitung liefert Wechselspannung, brauchen wir zwei Dioden, um das entsprechend in Gleichspannung umzuwandeln. Die obere Diode, das ist die hier, die sortiert den Pluspol, der hier von dieser Wechselspannung geliefert wird, nach oben. Und die Diode da unten, die sortiert quasi den Minuspol, wenn er geliefert wird, nach unten. Ja, und zu jedem Ausgang diesen Spulen gehört jetzt ein so ein Diodenpaar, was den Pluspol nach oben und den Minuspol nach unten sortiert. Also haben wir sechs Dioden. Und oben ist dann Plus und unten ist dann Minus. Das ist der Gleichrichteranteil. Ja, dann haben wir schon mal aus der Wechselspannung, die hier geliefert wird, eine Gleichspannung gemacht. Es ist ein Drehstrom oder eine Drehspannung sagt man eigentlich nicht so, das ist nicht so gebräuchlich. Es ist Drehstrom, es liegt ganz einfach darin, dass es drei Ausgangssignale sind, die um 120 Grad zueinander phasenverschoben sind. Und das nennt man dann halt Drehstrom. Ja, und nachdem wir die Gleichrichtung gemacht haben, müssen wir natürlich noch die Regelung machen. Und die Regelung funktioniert nach dem Prinzip des Kurzschlussreglers oder des Shuntreglers. Und zum Regeln werden diese Bauteile hier benutzt. Die heißen also Thyristoren. Die sind auch so ähnlich gezeichnet wie Dioden. Das liegt ganz einfach daran, dass sie auch so eine Ventilwirkung haben wie eine Diode. Der Strom kann auch nur in eine Richtung fließen. Nur haben die noch den zusätzlichen Anschluss hier, einen dritten zusätzlichen Anschluss. Und dieser zusätzliche Anschluss dient dazu, dieses Bauteil überhaupt erst einzuschalten. Also wenn jetzt der Strom in die richtige Richtung fließen könnte, weil die Spannung in die richtige Richtung anliegt und zusätzlich hier an diesem Punkt ein Steuerimpuls kommt, dann schaltet dieses Bauteil durch und wird halt leiten zwischen seinen Hauptanschlüssen, zwischen diesen beiden. Ja, und dieser Steueranschluss wird also von einer Regelschaltung, von einer Spannungsüberwachungsschaltung bedient, die hier
grob angedeutet ist. Und diese Spannungsüberwachungsschaltung schaut also hier auf den Pluspol, die Spannung des Pluspols gegenüber dem Minuspol und steuert dann entsprechend diese Thyristoren an. Und wenn jetzt die Spannung zu hoch werden sollte, das ist ja das Prinzip des Kurzschlussreglers, werden also diese Thyristoren durchgeschaltet und schließen diese Wicklungen oder das Signal, was aus den Wicklungen kommt, den Strom gegen Masse kurz. Ja, und dieser Kurzschluss passiert also über diese Thyristoren gegen Masse. Masse ist ja unten diese Schiene. Und damit wird die ganze Sache in der Spannung geregelt. Und es wird Verlustleistung erzeugt und die wird im Generator selbst erzeugt. Durch den Innenwiderstand des Generators. Aber natürlich auch in den Zuleitungen und auch ein bisschen in dem Thyristor. In jedem natürlich. Und wo auch Verlustleistung erzeugt wird, ist in den Dioden, weil die sind auch nicht ganz verlustarm. Und deshalb ist die äußere Erscheinung so eines Gleichrichter und Reglers auch in erster Linie der Kühlkörper. Der Kühlkörper ist das, was man letztendlich sieht. Man sieht einfach nur einen Kühlkörper, wo 5 Leitungen rauskommen. Und das sind genau die Leitungen, die ich gerade gezeigt habe, die 3 Eingangsleitungen und Plus und Minus. Der Schaltplan impliziert jetzt, dass so ein Regler intern aus diskreten elektronischen Bauteilen aufgebaut ist, dass man also die Dioden sieht, dass man die Thyristoren sieht. Und ja, wenn man sich solche Bauteile mal anschaut, sehen die dann zum Beispiel so aus. Das hier sind jetzt 3 Thyristoren, wie ich sie in meiner Bastelkiste gefunden habe. Die haben 3 Anschlüsse, so wie das Schaltbild auch impliziert. Und das hier, das ist zum Beispiel eine Diode für hohe Leistung. So eine Diode brauchen wir, genau auch im Lichtmaschinenregler. Jetzt ist es allerdings so, dass die in dem Lichtmaschinenregler die Gehäuse dieser Bauteile weggelassen haben. Die haben dann nämlich nur die Kristallchips verbaut, die Halbleiterchips selbst, die ja in diesen Gehäusen, die ihr jetzt gerade noch seht, normalerweise hier auch drin sind. Aber die haben die Gehäuse halt einfach weggelassen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit jetzt mal auf diese Verbindung lenken. Wir nehmen jetzt mal exemplarisch diese obere Leitung heraus. Das ist der Eingang, einer der 3. Und dieser Eingang ist angeschlossen an der einen Diode, an der anderen Diode und am Thyristor. Und es ist bei jedem dieser Eingänge so, halt nur ein anderes Bauteil. Ja, aber diese 3 Anschlusspunkte, auf die möchte ich mal eure Aufmerksamkeit lenken, weil auf diese 3 Anschlusspunkte schauen wir uns jetzt mal in Natura an. Was ihr hier seht, ist also das Innere von so einem Regler. Und das besteht im Wesentlichen aus 3 Kupferblechen. Und wir schauen uns dieses Kupferblech jetzt mal genauer an. Das repräsentiert nämlich genau diese Anschlüsse dieser 3 Bauteile. Und man kann diese 3 Bauteile hier auch wunderschön sehen. Man sieht also hier oben die eine Diode in die Plusrichtung. Davon ist nur nicht mehr viel übrig, weil beim Schlachten dieses Reglers ist die kaputt gegangen. Dann sehen wir hier die Diode in die Minusrichtung und wir sehen hier das Kristallchip des Thyristors. Und diese Kupferfläche ist die Verbindung zwischen diesen 3. Genau die Verbindung, die ich euch gerade auf dem Bildschirm im Schaltplan gezeigt habe. Diese Verbindung wird durch dieses Kupferblech realisiert. Das heißt, die Chips sind direkt auf das Kupferblech aufgebracht, was den Vorteil hat, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich einmal, dass die Verbindung hergestellt ist. Es ist eine sehr hochstromfähige Verbindung, weil Kupfer halt ein sehr guter Leiter ist und das Ding ist ja wirklich dick, diese Kupferplatte. Und es dient der Wärmeabfuhr. Das heißt, diese Leistungsbauteile sind miteinander verbunden und gleichzeitig auf dieser Kupferfahne gekühlt. Und das Ganze haben wir insgesamt 3-mal. Und wir sehen hier, wie die Leitung reinkommt, die kommt nämlich hier über so eine Dichtmanschette, kommt hier rein und ist direkt auf diese Kupferplatte aufgebracht, aufgelötet. Hier. Und somit haben wir schon ein Leistungsteil erschlagen für eine dieser Drehstromleitungen. Und hier haben wir das nächste und hier haben wir das dritte. Hier bei dem mittleren Segment kann man sogar den Thyristor noch fast in Funktion sehen, hätte ich beinahe gesagt. Man kann also sehr schön diesen ganzen Chip sehen, der ist noch sehr unbeschädigt an dieser Stelle. Man sieht also den oberen Anschluss, der ist abgerissen.
Der untere Anschluss ist also die Rückseite selbst. Und wir sehen auf der rechten Seite noch so ein kleines winziges Viereck. Das ist der dritte Anschluss. Das ist nämlich der für die Steuerelektrode. Bei den Dioden sehen wir sowas nicht. Die haben nur zwei Anschlüsse. Der eine ist der untere, mit dem er aufs Kupfer aufgebracht ist. Und der andere Anschluss, ja, wäre da oben, wenn er nicht abgerissen wäre. Und wir schauen jetzt mal auf die Gegenseite. An dieser Stelle hier können wir schön sehen, beim Thyristor, wie dieser eine Anschluss da gemacht worden ist. Wir sehen den abgerissenen Anschluss oben am Chip, wir sehen den abgerissenen Anschluss der Steuerelektrode. Und das Ganze bildet also die Rückseite einer Platine. Und das hier ist die Vorderseite der Platine. Auf der Vorderseite der Platine sehen wir oben und unten eine Stromschiene. Oben, das ist die Plusstromschiene, genauso wie es beim Schaltbild auch war. Und unten, das ist die Minusstromschiene, das ist also dieses kupferne Gebilde ganz oben und ganz unten. Das ist auch sehr, ja, dickes Kupfer halt, damit viel Strom fließen kann. Ja, und die Platine selbst, da sehen wir noch ein paar Bauteile drauf. Hier ist beispielsweise ein Widerstand, ein Kondensator, da ist noch einmal ein Widerstand, diese kleinen schwarzen Klötzchen. Das sind die Bauteile. Und wir sehen sehr, sehr viele Pads, wo die Bauteile einfach abgerissen worden sind, dadurch, dass diese Platine quasi gewaltsam aus der Vergussmasse gerissen wurde. Die Bauteile sind dann einfach in der Vergussmasse kleben geblieben und sind von der Platine abgerupft dabei. Das passiert leider, wenn man so einen Regler aufmacht. Aber die Grundstruktur ist im Prinzip noch ganz gut zu erkennen. Und diese Bauteile, die wir hier auf der Platine sehen, bilden im Prinzip den eigentlichen Regler. Also quasi die Ansteuerschaltung für diese drei Thyristoren, für diese Steuerpins, die, sobald die Spannung zu hoch ist, dann den Thyristor oder die Thyristoren zum Durchschalten bringen und damit dann die Spannung begrenzen und letztendlich die Regelung damit gewährleisten. Hier links kann man schön sehen, da hat es das Kristall des Thyristors auseinandergerissen. Das ist dieser eine, den ich am Anfang gezeigt habe. Da hängt noch die Hälfte an der Kupferplatte dran, die andere Hälfte hängt hier in der Vergussmasse. So sieht also ein Halbleiterkristall von innen aus, im Prinzip sehr schön glänzend, wie ein Stück Silber. Ja, und wir sehen hier oben schön den Plusanschluss dieses Systems. Hier entsteht also der Pluspol durch die Dioden. Und der geht dann hier in diese Plusleitung. Hier unten auf dieser Stromschiene entsteht der Minuspol. Und damit wäre im Prinzip schon alles gezeigt und alles gesagt. So sieht der Regler quasi aus. So sieht die reale Abbildung dieses Schaltplans aus, den wir uns gerade angeschaut haben. Chips auf Kupferträgern, entsprechend gebondet, so nennt man die Anschlussmethode. Und das Ganze vergossen, sodass man absolut nicht die geringste Chance hätte, da in irgendeiner Form ranzukommen, ohne es zu zerstören. Ja, nochmal von etwas entfernter betrachtet. Ja, und das Ganze steckt also in so einem Kühlkörper, so wie ihr ihn kennt, so wie man den Regler von außen sieht, wenn man ihn betrachtet. Der Philipp hat den Kühlkörper jetzt durchgesägt, um ans Innere zu kommen. Deshalb sind es jetzt zwei Teile, sind es normalerweise nicht. Hier sehen wir noch schön die Abdrücke von diesen Kupferfeldern dieser drei Phasen, Gleichrichter und Thyristor. Und so saß das da also drin, was ich euch da gerade nackt gezeigt habe. Da unten kamen die Kabel raus. Und so sieht also ein Lichtmaschinenregler von innen aus. Es ist also in jedem Fall ein Wegwerfartikel, nicht reparierbar. Man bekommt sowas nicht jeden Tag zu sehen. Ich dachte mir einfach, ich zeige es euch mal. Ich zeige es nochmal zum Schluss auf dem Bildschirm. Die Kupferplatte ist quasi diese Verbindung hier, die ich jetzt gerade mit der Maus abfahre. Das wird durch die Kupferplatte dargestellt. Und das hier und das hier unten waren die beiden Schienen oben und unten an der Platine. Und die Bauteile selbst habt ihr ja gesehen. Das ließ sich sehr schön zeigen und die Regelelektronik, ja, das war das, was im Prinzip kaum noch zu sehen war, weil die meisten Bauteile von der Vorderseite der Platine abgerissen waren. Ja, es gibt bestimmt nicht viele, die Lust und Zeit haben, jetzt mal so einen Regler aufzusägen. Dann nochmals vielen Dank dem Philipp und man sieht sich bald bis demnächst bei Zams Channel und tschüss.